So, liebe Medienvertreter und liebe Zuschauer auf FCK TV, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Montag beim 1. FC Nürnberg. Hierzu begrüße ich Cheftrainer Taifun Korkut und unseren Stürmer Jacques Suhr. Die Fragen an Jacques Suhr bitte ich auf Englisch zu stellen. Auch die Antworten werden auf Englisch kommen. Sollte aber für alle, glaube ich, kein Problem sein. Noch kurz zwei Informationen. Schiedsrichter der Partie am Montag ist Markus Schmidt. Und die Anzahl der verkauften Tickets seitens des FCK liegt bei 1.072. Wir rechnen also mit 1.300 bis 1.500 Fans dann, wenn der ein oder andere sich noch aufmacht, am Montag nach Nürnberg. Das Wichtige ist natürlich das Spiel. Trainer, wie verlief die Trainingswoche? Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, wir haben zunächst einmal analysiert, was uns nicht so gelungen ist gegen Aue, haben das abgeschlossen, relativ schnell auch, muss ich auch ganz klar so und deutlich sagen, aber auch viele Sachen klar angesprochen, um das Spiel einfach abzuschließen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass dieses Spiel, was nicht so gut war von unserer Seite, uns nicht irgendwie durcheinander bringen wird für das nächste Spiel und auch für die Zukunft nicht. Von daher war es dann eine Trainingswoche, in der wir auch vom ersten Tag an auch versucht haben, intensiv zu trainieren, um einfach nochmal ja, die Sinne zu schärfen für dieses schwierige Auswärtsspiel, was wir haben in Nürnberg. Da wird mit Sicherheit vor allem auch körperlich alles von uns abverlangt werden. Wir sind ohne größere Verletzungen jetzt durch diese Woche gekommen. Kleinigkeiten, die auskuriert worden sind von den Spielern. Und von daher haben wir aber jetzt noch zwei Tage Training und dann am Montag dieses Spiel. Wir werden gut vorbereitet sein, um dann einfach eine bessere Leistung zu zeigen, wie wir es jetzt zuletzt zu Hause gezeigt haben. Danke, Trainer, bis dahin. Jacques, it's a last game of the year. What do you expect from the match in Nürnberg on Monday? Yes, it's last game and we want to win. You know, it's an important game and it's, I think it's a hard game. And we make a good week for training. We train good. I think we are ready to go to fight. Thank you. Jetzt ist Zeit für Fragen. Kurzes Handzeichen, Mikrofon kommt auch heute und den Anfang macht der Horst Konzok von der Rheinpfalz. Frage an den Trainer, zuerst mal zum Personalstand und dann auch zur Einstufung von Nürnberg, die ja auch so ein bisschen Zickzackkurs in dieser Saison fahren. Also vom Personal habe ich ja gesagt, also da gibt es jetzt nicht irgendwie was. Wir hatten Kleinigkeiten, ja, der ein oder andere hat und Krankheiten, all das, was zu dieser Zeit gehört, was man sich natürlich als Trainer nicht wünscht, aber ja, soweit haben wir keine größeren. Oder willst du noch irgendwas? Ja, das wissen wir ja. Also deswegen tue ich das nicht erwähnen. Ja, da müssen wir, können wir ja nicht rückgängig machen. Aber sonst so vor den Verletzungen ist alles im Moment so der letzte Stand, wie auch letzte Woche. Also da ist jetzt nicht, hat sich nichts verändert. Und ja, zu Nürnberg mit der Zickzack-Vorrunde. Ich glaube, bei uns ist es nicht ganz so zickzack gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hatten eine schwierige erste Phase, die wir hinter uns gebracht haben dann. Und dann eigentlich relativ gut dann in diese ja, drei Spiele, die wir gewonnen hatten. Da waren wir dann sehr stabil, haben uns dann auch durchgesetzt in diesen Spielen. Es ging nicht so auf und ab. Für mich war es eher so, dass wir uns gesteigert haben, dass die Mannschaft sich gesteigert hat, dass die Mannschaft sich entwickelt hat in dieser Vorrunde. Und wir jetzt in den letzten vier Spielen so ein bisschen auf der Stelle getreten sind, von den Ergebnissen her. Wenn man sich diese letzten vier Spiele anschaut, dann waren in drei auf jeden Fall die Möglichkeit da zu gewinnen, auch von den Torchancen her. Und wie gesagt, das letzte Spiel war nicht so, wie wir uns das vorstellen, in jeglicher Hinsicht nicht, aber das wird uns nicht aus der Bahn werfen, auch nicht fürs Spiel gegen Nürnberg. Von daher glaube ich, dass wir stabil genug sind, um auch dort uns durchzusetzen. Ob es dann reichen wird,
wird es auch wieder drauf ankommen. Wir waren vielleicht instabil in Sachen Torchancen verwerten über die ganze Vorrunde. Ja, da gab es einen Zickzackkurs. Ja, wir haben viele klare Torchancen nicht genutzt und dann auch wieder andere genutzt. Von daher, da war eigentlich so das, was uns gefehlt hat, die Effektivität. Und die müssen wir verbessern.